Herzlich willkommen im Harz, herzlich willkommen in Hahnenklee und damit herzlich willkommen auf dem Campingplatz Kreuzeck. Von dort oben kommt ihr von der Hauptstraße und fahrt hier in den Campingplatz ein. Hier vorne findet ihr dann auch gleich die Rezeption, wo ihr ganz freundlich und nett empfangen werdet. Und wichtig ist hier, bitte aufgrund der Kinder und allen Schritt fahren, sonst gibt's Haue. Am Eingang vom Campingplatz gibt es einen wunderschönen Spielplatz für die Kinder. Hier drüben bestimmt irgendwann wieder ein Restaurant. Und hier drüben direkt neben der Rezeption könnt ihr entspannen, denn hier kann man sich einen Platz in der Sauna buchen. Wie eben erwähnt, das ist ganz schön gemacht. Das Schoko wird renoviert. Das ist das ansässige Restaurant hier auf dem Campingplatz und man sieht genau, März, April sollen die Fenster neu gemacht werden und im Mai soll eröffnet werden. Na, dann hoffen wir es mal. Jetzt geht's dann mal weiter zu den Sanitäranlagen. Direkt gegenüber von der Rezeption findet ihr hier den Eingang ins Sanitärgebäude. Hier auch ganz schön für die vierbeinigen Freunde eine Hundetanke. Wenn man hier lang geht, die erste Tür ist die Entsorgung der Chemietoilette. Ja, das ist alles ordentlich und fein. Da leert man doch gerne was aus. Und dann ist hier die Tür in das Sanitärhaus. Schön freundlich. Hier findet ihr das WC für die Damen. Hier die Dusche für die Damen. Was ich sehr, sehr schön finde, das Kinderbad. Das muss ich euch zeigen. Das ist wirklich sehr süß gemacht. Einmal hier einfach mit Farben gestaltet und dann hier hinten nochmal kleine Duschen. Alles schön mit Farbe gemacht, so dass die Kleinen sich auch wohlfühlen. Hier hinten auch ein kleines Waschbecken und hier für die ganz Kleinen auch noch eine Waschwanne. Sehr schön. Dann gehen wir wieder hier raus und schauen uns das Ganze mal bei den Herren an. Wie gesagt, auch hier ist es wirklich schön. Man kann sich überall hinsetzen und es ist einfach sehr, sehr freundlich mit dem ganzen Holz hier gestaltet. Hier kommen wir jetzt in das WC oder in den WC-Bereich. Ja. So wie man es, denke ich, kennt. Zwei Waschbecken und dann hier hinten ganz viele Toiletten. So, von hier geht es dann wieder raus. Immer schön hier draußen mit dem Blick auf den See. Und dann geht es hier hinten schlussendlich noch zu den Duschen der Herren. Das Schöne, alles mit Bewegungsmelder gemacht, so damit auch wirklich Energie gespart wird. Hier auch eine Bank mit Haken, damit man seine Sachen hier vorne aufhängen kann. Und dann gibt es hier ganz viele Duschen mit ordentlich Platz, wo man seine ganzen Utensilien parken kann. Ja, der Sanitärbereich sehr, sehr sauber. Das ist wirklich sehr, sehr angenehm und wirklich alles neu gestaltet. Hier geht man auf jeden Fall gerne duschen. Wer keine Lust hat, die Entsorgung selbst vorzunehmen, der findet hier auch noch den Camping-Butler. Eure Kassette unten reinwerfen, auf Start drücken und dann wird es ganz automatisch entleert und gereinigt. Hinter dem Camping-Butler findet ihr dann die Wasserentnahmestelle. Hier ist es so, das ist die einzige Entnahmestelle und das finde ich auch gut so. Hier kann man Frischwasser zapfen. Ihr seht hier Gardena-Anschluss. Entweder nehmt ihr eine Gießkanne mit oder ihr habt euren eigenen Schlauch dabei.
Neben der Frischwasserentnahmestelle haben wir hier noch einen Gang. Und zwar gibt es hier die Spülküche, das Hundebad, die Küche und die Waschküche. Hier erstmal die Spülküche. Schöne Edelstahl-Waschbecken. Viele Möglichkeiten, um abzuwaschen. Sehr, sehr gut. Dann geht es weiter in das Hundebad. Hier kann man den kleinen oder auch den großen ordentlich sauber machen, wenn er mal ordentlich im Wasser gespielt hat oder draußen ordentlich dreckig geworden ist. Dann haben wir hier noch eine kleine Küche für Leute, die vielleicht mit dem Zelt kommen oder keine eigene Küche an Bord haben. Und dann gibt es hier hinten noch die Waschküche. Hier findet ihr Waschmaschinen und Trockner und auch Ständer, wo ihr eure eigene Wäsche aufhängen könnt. Auf dem Campingplatz gibt es nicht nur Stellplätze für uns Camper, nein, auch Leute, die keinen Camper haben oder keinen Wohnwagen, können hier in den schönen Hütten ein Plätzchen am Wasser genießen. Wie ihr hier im Hintergrund sehen könnt, ist der Platz terrassenförmig angelegt. Das heißt, von jedem Platz hier habt ihr die Möglichkeit, direkt auf den See zu schauen. Auch wenn man hier im Hintergrund schaut, hier ist mein Fahrzeug. Auch von dort aus perfekte Sicht auf den See. Ich bin jetzt nur mal hier vorne hingegangen, weil hier vorne die Sonne scheint. Ja, also wie gesagt, von jedem Platz habt ihr die Möglichkeit, auf den See zu schauen und könnt einfach die Umgebung und die Aussicht genießen. Man hat hier auf dem Platz von mittags bis abends durchgehend Sonne. Das heißt, man kann schön draußen vor dem Auto sitzen und kann die Sonne und die Natur genießen. Wichtig ist nur, wenn ihr den Platz verlasst, also abends ins Auto geht, dann müsst ihr auf alle Fälle alle Essensreste oder alle Essenssachen und auch Schuhe mitnehmen, weil auf dem Platz hier ist der Fuchs und der Waschbär unterwegs. Für 2 Tage Camping Kreuzegg habe ich jetzt 56,60 Euro bezahlt. Das heißt für die Übernachtung 26 Euro und 2,30 Euro nochmal Kurtaxe. Ja, für den Platz auf jeden Fall völlig in Ordnung. Der Platz war wirklich sehr sauber, sehr gepflegt. Man sieht es auch hier, der Schotter wirklich, man steht top. Man hat eine super Sicht von jedem Platz auf den See. Die sanitären Anlagen jederzeit top sauber und wirklich renoviert, sehr neu, schön. Das Personal super, super freundlich. Ja, also wenn man mal raus will oder auch eine längere Zeit hier verbringen will mit wundervollen Wanderungen, dann ist Camping Kreuzegg im Harz auf jeden Fall ein Tipp. Ja, habt auf jeden Fall einen schönen Urlaub, egal wo ihr seid. Und denkt dran, hier im Harz, da ist es auf jeden Fall schön und Camping Kreuzegg ist sehr zu empfehlen. Die Infos zum Campingplatz nochmal unten in den Kommentaren. Bis bald!